Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitagnachmittag, schon ziemlich fortgeschrittener Nachmittag. Und jetzt erst mache ich die Kamera an. Okay, ich habe ein bisschen was so zwischendurch noch aufgenommen. Ich war nämlich vorhin wieder unterwegs, musste Isabel von der Schule abholen. Und dann waren wir kurz bei Aldi einkaufen. Stichwort Fastfood Freitag und Brezeln. Ich habe endlich Brezeln. Also 3 Wochen haben meine Kinder um Brezeln gebettelt. In 3 Wochen hatten wir keine, weil wir keine bei Edeka hier bei uns gekriegt haben. Heute habe ich gedacht, egal, wenn es nötig ist, fahre ich auch woanders hin. Aber ich will meinen Kindern... Moment, irgendwas ist hier nass. Brezeln machen zum Abendessen, weil sie sich schon so lange gewünscht haben. Genau, und ich habe bei Aldi welche gekriegt. Ich habe schon den Hall abgedreht und alles weggeräumt. Die Familie Dirk und Krische kamen dann an. Wollten was essen. Nach der Arbeit habe ich denen die Reste von gestern warm gemacht. Für Isi und Ralfi habe ich tatsächlich diesen Expressreis aus der Mikrowelle von Onkel Benz gemacht. Mit der restlichen Soße, weil sie auch Hunger hatten. War ja auch schon Mittagszeit und so. Ja, und dann hier und da ein bisschen was gemacht ohne Kamera. Und jetzt mache ich alles für morgen fertig. Also morgen ist Sabbat. Ich mache immer fürs Wochenende, wie ihr wisst, alles fertig. Also kochen und backen. Und das mache ich heute. Aber heute wirklich was ganz, ganz Einfaches und Schnelles. Mir geht es nämlich nicht so gut. Gestern Abend habe ich ganz spontan, keine Ahnung, ob das mit dem Wetter, aber so schlimm auf Wetter habe ich noch nie reagiert. Hier. Ich glaube, ich sehe sogar dezent aus, schon wie so ein halber Hamster. Auf jeden Fall im Kiefer hier oben richtig starke Schmerzen. Nicht der Zahn, sondern tatsächlich Kiefer. Ich habe es gemerkt, wenn ich so da jetzt drauf gehe, auch so innen im Mund, ne, ganz oben da, richtig dolle. Wenn ich nicht da jetzt rumfummel, dann geht das einigermaßen. Aber kauen auf der Seite kann ich auch nicht, weil das natürlich alles sehr druckempfindlich ist. Und wir haben Freitag. Das heißt auch kein Zahnarzt oder so. Ich muss bis Montag warten und Montag früh habe ich noch erstmal was anderes zu tun. Aber da kann ich trotzdem mal anrufen und mal nachfragen. Wenn es bis dahin nicht besser wird, dass ich dann zum Arzt gehe und die mal eventuell Röntgen mache. Es ist nämlich, weil an dieser Stelle, da habe ich links schon eine Brücke und vorher, während 2 Eingriffe, einmal Wurzelresektion wurde gemacht, da ist mir der Kiefer aufgeplatzt, ne, aufgegangen und dann einige Monate später hat die Resektion nichts gebracht und der Zahn musste gezogen werden, der da noch war und da ist der Kiefer nochmal geplatzt, musste alles genäht werden und so weiter. Und jetzt reagiert das auf Wetter ziemlich blöd. Oder wenn ich erkältet werde, irgendwie so krank werde. Oder eben, ja, jetzt wurde wie wieder vor 2 Wochen, ne, ist mir die Füllung rausgeflogen, musste ich zum Zahnarzt. Da ging es aber alles. Bis gestern war alles tippitoppi und jetzt ganz spontan auf einmal habe ich da jetzt Problemchen bekommen. Genau. Deswegen bin ich so dezent matsch, habe nicht so gut geschlafen und so. Aber egal, ich mache jetzt einfach mal alles fertig fürs Wochenende. So dolle ist das nicht, was ich hier mir überlegt habe. Obwohl, ich muss noch was einfrieren. Ich habe die Bohnen, die ich gestern gepflückt habe, noch gar nicht verarbeitet, nicht eingefroren. Und ja, eben kochen und backen für morgen. Was mache ich denn jetzt? Warum stehe ich hier an der Bertha? Und zwar möchte ich einen Apfelkuchen backen. Ich habe ja gestern was zu trinken gekocht. Zeige ich euch mal ganz schnell. Es ist mehr oder weniger tatsächlich nur Apfel hier drin. Also so Apfel und was hatte ich da noch? Eine Zitrone und eine Mandarine, Clementine, irgendwie sowas. Und ein bisschen Zucker. Und aus den restlichen Äpfeln, die nicht so gut waren, ich habe ja gestern, nein, vorgestern, doch gestern? Nein, vorgestern, neue gekauft. Aber aus den etwas älteren Äpfeln werde ich einen Apfelkuchen machen. Ich habe jetzt hier 5 Äpfel gerieben auf der groben Reibe. Leider hatte ich keinen Zitronensaft mehr. Habe ich voll vergessen, dass ich keins mehr habe. Ich dachte, ich habe noch welches. Habe ich jetzt nicht nachgekauft. Deswegen werden die schon langsam braun. Also machen wir jetzt Kuchen. So, ich werde heute nicht wirklich was abwiegen oder so, weil
Ja, das ist alles wieder komplett aus dem Finger gezogen. Ne, also ausgedacht. Deswegen, ja, mal gucken. Ich nehme aber auf jeden Fall 3 Eier. Größe M. Dann habe ich hier so einen Messbecher. Oder ich kann auch hier diesen Cup nehmen. Ne, das ist ein 250er Cup. Aber den mache ich nicht voll mit Zucker. Sondern ich denke mal so 180 Gramm Zucker. Und fange an, das Ganze zu verrühren. Einfach mal die Eier mit Zucker verrühren. Und in der Zwischenzeit habe ich hier einen Becher Schmand. Und den gebe ich auch rein. Zack, reingeklatscht. Dann brauchen wir Öl. Und zwar habe ich jetzt hier 125er Cup, also 125 Milliliter. Ungefähr 100 mache ich jetzt rein. Oder geschmolzene Butter, jeder wie er mag. Das denke ich mir mal. Das sind jetzt die flüssigen Zutaten. Die verrühre ich jetzt ein bisschen schneller miteinander, damit alles schön vermengt wird. Und dann habe ich gedacht, Haferflocken, ich habe hier jetzt ganz normale, zarte Haferflocken und davon nehme ich jetzt diesen 250er Cup voll und gebe rein. Reicht dann auch schon. Und dann brauchen wir natürlich Mehl und Backpulver, ein Tütchen Backpulver. Und ein Cup Mehl. Und dann beobachten wir, ob das jetzt gut ist oder ob man noch irgendwie was an Flüssigkeit zugeben müsste, eventuell ein Schluck Milch oder Joghurt, irgendwie sowas. Und dann diese 5 Äpfel. Einfach rein. Na kommt. Ich habe die Äpfel jetzt extra gerieben, damit die ja feiner sind und nicht in solchen Stücken. Man kann natürlich einfach nur Stückchen schneiden. Passt auch. Aber ich denke, das ist sogar genügend auch an Flüssigkeit, denn die Äpfel, die geben ja auch Saft. Ne? Deswegen denke ich mal, ist das genau richtig. Man könnte, Moment, und dann kann man sehr gut ein bisschen Zimt reingeben. Ich habe gar kein Chemie oder was. Nicht wirklich vieles. So ein kleinen bisschen, so einen halben Teelöffel Zimt mit rein tun. Apfel und Zimt passt ja sehr gut zusammen. Verrühren und dann war es das auch. Ich mache die Backform fertig. Das ist jetzt der Teig und den gebe ich jetzt in diese Backform. Ich habe jetzt die kleinere genommen. Ich habe ja Backformen 26, 24 und ich glaube diese ist 22 Zentimeter. Ich nehme mal diese heute. Und gebe den Teig hier rein. Ja, und dann bei 190 Grad ungefähr in den Backofen. Wie lange kann ich euch beim besten Willen nicht sagen, weil ich das hier gerade ja komplett wieder ausgedacht habe. Ich habe mir absolut gar kein Rezept angeguckt. Ich habe nur gedacht, das was da ist, nimmst du und das muss eigentlich schmecken. Was soll da jetzt nicht schmecken? Apfel, Haferflocken, schmeckt ja eigentlich sehr gut. Genau, pieksen, immer rein pieksen und dadurch, dass die Äpfel wirklich sehr fein gerieben sind oder eben auf der groben Reibe, aber schon eben fein gerieben sind, müsste es eigentlich auch schnell gut sein. Ich denke mal so 25, 30 Minuten. Ich kann ja die Zeit stoppen. 55 jetzt.
Genau. Ich sag euch nachher, wie lange der gebraucht hat. So, ihr Lieben, der Kuchen ist im Backofen und jetzt mache ich die Suppe fertig. Und zwar gibt es Sommerborsch, weil die Kinder das so gerne essen und ich auch. Das ist für mich immer ein Stück Kindheit. Irgendwie haben wir als Kinder das auch im Sommer vor allem eben oft gekriegt, weil man das meiste dann doch im Garten hatte, wie Sauerampfer, grüne Zwiebeln, Dill und so weiter. Und Eier hatten wir auch, weil wir eigene Hühner hatten. Deswegen Buttermilch sowieso, weil wir eigene Milch hatten und Schmand und alles, ne? Deswegen war das eine super leckere, aber günstige Suppe oder eben Essen für uns. Und das gab es dann auch zwischendurch mal häufiger. Und ich mache das heute auch. Und zwar, weil ich auch eigenen Sauerampfer habe im Garten. Ich habe doch hier deutlich mehr. Dirk hat mir einiges reingebracht. Muss ich noch klein schnippeln und einfrieren. Und ja. Und weil ich die Suppe auch gerne esse. Ich zeige euch einfach mal, ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, aber das letzte Mal ist schon etwas her. Einfach mal schnell, was alles reinkommt und ansonsten kennt ihr das eigentlich schon. Ja, wir brauchen Wasser logischerweise. Also ich habe bei vielen in den russischen Kochgruppen gesehen, dass sie die Suppe mit Fleisch machen. Noch nie gemacht, das ist für uns eine reine fleischlose Suppe. Wir brauchen Kartoffeln, Buttermilch tatsächlich, Schmand, Eier, rohe Eier, Sauerampfer, Frühlingszwiebeln und Dill. Das sind alle Zutaten, die reinkommen, außer natürlich Salz, Pfeffer und so, ne? Und das muss jetzt alles als erstes geschnitten werden. Also die Kartoffeln schneide ich klein und gebe in die Suppe rein. Dann können sie schon mal kochen und ich kann den Rest fertig machen. So, die Kartoffeln sind jetzt drin und das heißt für mich den Rest schneiden. Ich habe hier ordentlich Sauerampfer und den habe ich kurz abgespült und jetzt mache ich einfach mal klein schnippeln. Okay, Dirk hat einfach nur Kahlschlag gemacht. Er hat einfach Schere genommen und alles, was da war, bis runter abgeschnitten. Das heißt, ich muss jetzt gucken, es kann auch gut Gras dazwischen sein oder sonst was. Deswegen schneide ich das jetzt einfach mal alles schnell klein. So, ihr Lieben, jetzt geht es auch weiter. Ich habe hier Sauerampfer, Frühlingszwiebel und hier Dill. Alles schön geschnitten und jetzt muss das alles fertig gemacht werden. Also ein Becher Buttermilch rein. Also ich mache einen großen Topf. Ne? Also das muss man dann anpassen, wie groß euer Topf ist. Dann Schmand. Auf den 7 Liter Topf mache ich tatsächlich den ganzen Becher voll. Salz haben wir noch nicht reingetan, gar nichts. Ein bisschen Pfeffer. Und das ganze Grünzeug. Die ganze Schüssel Sauerampfer und dann eben die Frühlingszwiebeln. Alles schön geschnitten und den Dill. Ja, das haben wir jetzt. Und dann brauchen wir nur noch die rohen Eier. Die schlagen wir einfach rein. Bei uns müssen ordentlich Eier immer rein. Deswegen denke ich, mindestens 10, 12 Stück werde ich reinpacken. Einfach aufschlagen und rein. Nicht umrühren, noch nicht. Die müssen erstmal. Das war jetzt zu schwungvoll. Jetzt muss ich nach
Der Eierschale suchen. Das kann auch nur ich, ne? Aha, ich hab die. Oh Mann. Das ist echt unglaublich. Das ist mir noch nie passiert. Das ist das letzte Mal. Ein bisschen weniger Schwung, ne? Also. Und dann einfach eins nach dem anderen, immer am besten an anderer Stelle, die Eier reinplumpsen lassen. Das war's. Und ich werde gleich noch ein ganz kleines Stückchen Butter holen und auch mit reingeben. Aber erstmal probieren. Mmh. Perfekt. Ich nehme jetzt einen Esslöffel Butter und packe das rein. Das reicht. Das war's. Die Suppe ist somit eigentlich fast fertig. Muss nur noch ein paar Minuten kochen, damit die Eier auch durch sind. Ja, und dann haben wir unsere leckere Suppe, unseren Sommerbosch. So, ihr Lieben, die Suppe ist fertig. Da. Super lecker. Moment, ich habe jetzt keinen Löffel mehr gerade gesehen. In Geschirrspüle schon geschmissen. So sieht es aus. Das ist jetzt wirklich ein altes Rezept noch aus Kasachstan, wo, also das hat meine Oma schon so gekocht. Also gehört alles tatsächlich so rein, wie ich das gemacht habe, mit Buttermilch und Schmand und so weiter. Und also der Kuchen ist aus dem Ofen raus. Ich muss den nur jetzt abkühlen lassen und dann kommt Puderzuckerguss drauf. Vielleicht mit Apfelsaft angerührt, mal gucken. Und jetzt mache ich Nachtisch. Und zwar habe ich hier gerade zwei Mangos, die ich vorgestern gekauft habe, ja, geschält. Damit geht es tatsächlich sehr gut. Und geschnitten. Und jetzt zerkleinere ich das Ganze in dem, naja, man kann es egal womit machen. Ich mache das jetzt mit dem Chef von Tupper. Okay, ziemlich voll, deswegen geht es nicht ganz so einfach. Super. Ich lasse ein bisschen stückig das Ganze. Aber ansonsten ist es wirklich sehr gut geworden. Dann, also ich mache jetzt sowas wie Tiramisu oder Schichtdessert oder wie auch immer man das nennen mag. Ich habe hier die Löffelbiskuits und vorher, wer war das jetzt? Irgendeiner hat mir das Ding nicht richtig zusammengebaut. So, schlage ich ein bisschen Sahne auf. Heute mache ich das mit Sahne. Und dann zwei Tütchen nehme ich. Sahnefestiger. Und dann einfach noch aufschlagen. Perfekt. So, und jetzt geht's ans Basteln der Creme. Ich nehme Quark, ganz normal Quark, Magerstufe. Dann habe ich hier noch einen Rest von Creme Leicht, das kommt auch noch mit rein. Und ich nehme keine Mascarpone, sondern Philadelphia Ballons. Und den Zucker. Moment, die Schlagsahne kommt mal her. Zucker. Das ist auch jeder, wie er mag. Müsst ihr wissen, wie süß ihr das haben wollt. Vanillezucker, ein Tütchen. Und dann verrühre ich die ganze Geschichte erstmal. Und jetzt kommt die Sahne rein. Und dann gebe ich ein Teil von Mango
in den Quark mit rein. So, jetzt habe ich einen Teil von der Mango mit reingegeben und rühre das Ganze nochmal um und probiere, ob genug süß. Sehr lecker und auch frisch und nicht so süß. Ich habe jetzt nicht so viel Zucker reingetan. Und dann nehmen wir die Löffelbiskuits dazu. Und ich werde ja die nicht irgendwas reintunken, weil das ist ja bis für morgen gedacht und bis morgen hat das da Ganze genug Zeit durchzuziehen, sodass die Löffelbiskuits auch weich werden. Ja, als erstes ein bisschen Quarkmasse und dann die Löffelbiskuits. Einfach reinlegen und dann wieder die Quarkmasse. Und auf die Quarkmasse gebe ich ein bisschen was von dem Mango. Als so eine Zwischenschicht kommt eine Schicht Mango. Und dann wieder die Löffelbiskuits. Und dann Quark, so viel es passt. Ich hätte vielleicht eine größere Schüssel machen können, aber den Rest werde ich einfach als Mango-Quark in den Kühlschrank stellen und dann wird das auch so aufgegessen, ohne geschichtet zu werden. Oh ja, das ist sehr lecker. Genau, das haben wir jetzt alles schon fertig. Und jetzt kommt einfach nur noch obendrauf geriebene Schokolade. Ich habe jetzt hier die Schokolade, hatte ich gerade da. Ja. So. Und die reibe ich einfach mal oben drüber. Tada! Das ist jetzt unser, naja, Tiramisu kann man das vielleicht nicht sagen, aber Mango-Quark-Schicht-Dessert. So nenne ich das. Und das kommt in den Kühlschrank. Und morgen können wir das essen, wenn das durchgezogen ist. Also man muss nicht unbedingt die Löffelbiskuits in irgendwas tunken. Also bei normalen Tiramisu wird es, glaube ich, in Kaffee reingetunkt. Ich habe das schon mal ausprobiert, auch mal in Orangensaft oder in Apfelsaft reingetunkt, wenn ich sowas Ähnliches gemacht habe, mit Mandarinen zum Beispiel oder mit eben jetzt Pfirsichen oder Mango oder sowas. Dann passen ja so Zitrusgetränke ganz gut dazu. Aber dadurch, dass es für morgen gedacht ist, hat das ja die Möglichkeit durchzuziehen. Dann werden die Löffelbiskuits auch weich. Und dann ist es richtig lecker. Also der Quark, da ist nicht mehr so viel übrig. Also eine kleine Portion. Der ist auch schon super lecker. Genau. Und ich muss noch die Bohnen jetzt einfrieren, die ich gestern gepflückt habe. Und ich schiebe jetzt die... Genau, ich schiebe jetzt die Brezeln für die Kinder zum Abendessen in den Backofen. Und wenn der Kuchen fertig ist, ich meine, wenn er abgekühlt ist und ich Puderzuckerguss drauf gemacht habe, dann zeige ich euch natürlich, wie er aussieht, falls jemanden interessiert. So ihr Lieben, der Tag neigt sich tatsächlich dem Ende zu. Wir haben gleich 8 Uhr, also 20 Uhr. Wir haben auch schon gegessen, ich habe nur Brezeln, ne, die versprochenen Brezeln, die lang ersehnten Brezeln in den Ofen geschmissen. Und ja, die Kinder sind jetzt schon wieder hier auseinander. Ich glaube, die Jungs sind draußen. Ich muss noch hier durchsaugen oder durchsaugen lassen. Das werden wir jetzt sehen noch. Aber, also ihr nicht mehr. Ich wollte euch den Kuchen zeigen. Ich habe ihn gerade mit einfach nur Puderzuckerguss beschmattert und habe hier oben drauf, man sieht es, das sind so kleine süße Herzchen. Das ist so ein Herzchenmix. Ich glaube von Lidl, nee, Rewe steht drauf. Habe ich einfach mal mit Herzen drüber gestreut. Und jetzt schneide ich einfach mal ein Stückchen ab, um euch zu zeigen, wie der Kuchen drinnen aussieht. Ja, sehr saftig geworden. Und ja, das ist total schön, also finde ich. Oh ja, mir gefällt es. Auf jeden Fall wird er garantiert schmecken. Warum auch nicht? Äpfel, Haferflocken, müsste eigentlich schmecken.
Ja, aber das werden wir, jetzt sind meine Finger klebrig, das werden wir morgen erfahren. Oder ich denke, Dirk wird sich nachher auch noch, oder wenn er gleich vorm Fernsehen sitzt, auch ein Stückchen abschneiden und probieren. Genau. Das war jetzt mein Werk. Die Suppe, der Kuchen, die Nachspeise ist total lecker. Dann habe ich hier noch hinter der Kamera 2 Beutel Bohnen. Ich habe die gleich geschnitten, so wie die mir gefallen haben, ne, so klein. Dann habe ich einen Beutel schon eingefroren mit Sauerampfe. Genau. Und ansonsten nur Haushalt, aber da habe ich euch jetzt nicht großartig mitgenommen. So sieht's aus. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Es war heute wieder nur so ein bisschen Kochen und Backen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Bleibt nett und freundlich untereinander. Also es bringt niemanden, wenn man sich gegenseitig angreift. Wenn es denn irgendwas nicht gefällt, ihr könnt alles, egal ob Rezepte oder sonst was, alles so abändern, wie ihr wollt. Ich zwinge niemanden, irgendwas nachzumachen, nachzukochen und schon gar nicht zu essen. Also keinen von euch. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist das halt so, muss ich damit leben. Aber bleibt bitte, ich sag mal, höflich. Das wäre natürlich das mein Anliegen jetzt. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.